Herzlich willkommen bei Nicht Verzagen. Peter Fragen, heute das Thema Studienqualität in den Niederlanden oder woher kommt es, dass seit Jahrzehnten über 20.000 junge Menschen in den Niederlanden studieren? Da gibt es natürlich viele Erklärungen. In der Vergangenheit war das oft, dass in Deutschland ein großer Mangel war an Studienplätzen und deshalb viele rübergegangen ist. Das ist aber seit Jahren vorbei, nachdem im Zuge des Hochschulpaktes I und Hochschulpaktes II hunderttausende neue Studienplätze in Deutschland neu geschaffen wurden. Also womit hängt es zusammen? Eine meiner Erklärungen ist es hat zu tun mit der Studienqualität in den Niederlanden. Die Niederlande sind ein kleines, agiles Land in Europa, das uns beeindruckt mit seinem System der Universitäten und Fachhochschulen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo zeigt sich die Qualität in den Niederlanden? Die Qualität zeigt sich nach meiner Auffassung an zwei Sachen. Das eine sind moderne Lernmethoden und das zweite sind kleine Gruppen. Das eine ist das sogenannte problemgesteuerte Lernen, das mal ursprünglich entwickelt worden ist an der Universität Maastricht. Und das unterscheidet sich schon sehr stark vom traditionellen Lernen. Das traditionelle Lernen ist immer so, man sitzt in einer Vorlesung, bekommt gesagt, was man wissen muss, muss sich das Wissen dann hinterher einprägen und dann wird ein Problem dem neuen Wissen zugeordnet, indem man eine Klausur schreibt oder irgendwas anderes. Bei problemgesteuerten Gruppen ist es so, da wird einem ein Problem vorgegeben, dann muss man sich selber das Wissen rundherum erarbeiten und man muss sich das Wissen einprägen und zur Problemlösung anwenden. Muss ich persönlich sagen, das leuchtet an sich jedem ein, dass auf diese Art der Wissensvermittlung man natürlich sich die Sachen besser in den Kopf bekommt. Man kann sich das besser einprägen. Eins ist klar, da werde ich gleich aber auch nochmal drauf kommen, das problemgesteuerte Lernen kostet den Staat natürlich mehr. Es ist ein Unterschied, ob 500 bis 1000 Leute in einem Hörsaal sind oder 15 Leute in der Gruppe. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, die deutsche Bildungsministerin könnte sagen, ich gebe am wenigsten aus pro Student. Und die niederländische Ministerin könnte immer sagen, ja, ich gebe am wenigsten aus pro Student, der fertig wird. Ja, und wie das kommt, da sind wir dann auch wieder beim zweiten Thema. Das ist das Thema neben dem problemgesteuerten Lernen, ist kleine Lerngruppen. Und das zeigt sich in der Personalausstattung. Im Durchschnitt kommt bei niederländischen Universitäten auf einen Mitarbeiter 16 Studenten. So, das gibt es an keiner niederländischen Universität kommt an irgendein Fach auf mehr als 25. Gut, hört sich erstmal trotzdem ja viel an, aber ihr müsst mal vergleichen das mit Deutschland. In Deutschland kommen im Durchschnitt an Universitäten 40 Studenten auf einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. So, ist das nicht bei allen bekannt, deswegen es sind auch mehr als 40. Also ich habe jetzt nur vorsichtshalber die Zahl 40 genommen. Und das sind also die Werte von 36 Unis berücksichtigt. Aber diese kleinen Lerngruppen bewirken natürlich in diesem problemgesteuerten Lernen ein aktiveres Lernen. Die Dozenten sind Lernbegleiter. Wenn ihr dort beispielsweise im ersten Jahr nicht genügend Credits bekommt von den 60, das variiert immer pro Fach, meistens 42, meistens 48, meistens bis zu 60 sogar, also alles, dann bekommt ihr von dem Lernbegleiter gesagt, hör mal, bist du sicher, dass das das richtige Studium für ist? Und wenn es dann keine besonderen Gründe gab, ist ja manchmal Unfall in der Familie, Vater verletzt oder irgend sowas, man muss dann nach Hause, muss dann helfen und so weiter und dann kann man nicht richtig studieren. Das kann ja mal passieren. Aber wenn man dann keinen besonderen Grund hat, dann sagen die einem, hör auf, das hat keinen Zweck. Man sieht es auch an den Investitionen, die der niederländische Staat an der Architektur vornimmt. Geht mal dorthin und vergleicht die Gebäude dort mit den deutschen Gebäuden. Die Neugebauten sehen zum Teil sehr gut aus, wie die Origo Rhein-Waal, die sind 10 Jahre alt. Aber wenn ihr euch die niederländischen Universitäten, die altehrwürdigen niederländischen Universitäten, vergleicht mit den altehrwürdigen
deutschen Universitäten, dann werdet ihr euch wundern, was es dort für ein Unterschied ist. Mein Geheimtipp ist immer, geht zu den Toiletten, guckt euch die Toiletten an und die sind aussagekräftig für das Gesamtniveau der Universität. Das ist eine ganz witzige These von mir. Ja, wo kann man es denn noch ablesen, jetzt, dass das was bringt? Man kann es ablesen, dass das wirklich was bringt in den Rankings der Universitäten. Und da ist natürlich die Frage, wie schneiden die holländischen Unis dabei ab? Da gibt es verschiedenste Rankings, das THE-Ranking, da sind die 200 besten Universitäten, da zählen also die 13 niederländischen Universitäten zu den 200 besten Universitäten weltweit. Also hört das nochmal zu. Zu den 200 weltbesten Universitäten seit 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 zählen die 13, also alle niederländischen Universitäten dazu. Das ist eine Quote von 100%. Alle Universitäten der Niederlande gehören dazu. Wie sieht das in Deutschland aus? Ein Drittel. Immer so 32-35%. Das ist natürlich eine Geschichte, die ist also auch ein bisschen kritisch zu sehen in Bezug auf die deutschen Unis. Auf der einen Seite gibt es da nur Clausus, Zugangsbeschränkungen und auf der anderen Seite ist es so, dass die im internationalen Ranking zum Beispiel viel schlechter abschneiden als die niederländische Universität. Das gleiche könnt ihr im sogenannten Shanghai-Ranking sehen oder im QS-Ranking. Genau dasselbe Bild. Das ist also eine Geschichte, wo man sehen kann, okay, das, was die da investieren, bringt auch eine allgemeine Qualität für alle Universitäten. Alle 13. Alle 13 sind im THE-Ranking immer unter den 200 weltbesten Universitäten. Erstaunlich. So, jetzt gibt es dann ja natürlich auch nochmal bestimmte Geschichte. Da muss man gucken. Und da nehmen wir uns jetzt mal eine Universität raus. Das ist die Universität Radboud, Universität Nijmegen. Die Radboud Universität Nijmegen, die hat über 20.000 Studenten, liegt an der deutschen Grenze und in Nijmegen oder auf niederländisch Nijmegen, ja, ist eine von diesen renommierten Universitäten. Erstmal das Spannende ist natürlich, es gibt natürlich, wenn ihr euch da informieren wollt, auch noch weitere Kriterien oder Rankings. Und die Kriterien oder Rankings, die es als weitere gibt, sind die nationalen Rankings, also nicht internationale Rankings, nationale Rankings. International, wie gesagt, alle 13 Universitäten unter den 200 besten in der Welt. So, und dann gibt es zum Beispiel die Uni Nijmegen, die bei den Bachelorprogrammen immer in den Niederlanden im nationalen Ranking auf Platz 1 steht. Das ist auch eine ganz, ganz gute Geschichte. Die haben also ganz bestimmte gute Programme. Was die dann auch noch immer auf ihrer Webseite ausführen. Da gibt es also auf jeder Webseite einer niederländischen Universität nochmal ganz genaue Daten darüber, wie sieht das aus mit dem Ranking und wie viele Leute schaffen das. Die sagen also, dass 76% der Leute, die mit einem Bachelor anfangen, ihr Diplom, also ihr das Degree, innerhalb von 4 Jahren haben. Das ist hervorragend. Es ist klar, dass man mal ein Jahr länger braucht. Es ist auch gar nicht so sicher, dass man die richtige Entscheidung trifft, wenn man sich für ein Studium entscheidet. Manchmal ist man dann doch überrascht und denkt, oh, macht man das und so weiter. Die haben auch eine hervorragende Studentenzufriedenheit dabei. Das messen die auch noch. Das könnt ihr auch auf den Webseiten sehen. Und in allen internationalen Rankings ist halt die Uni Nijmegen auch sehr, sehr gut vertreten, mit natürlich Nobelpreisträgern und so weiter und so weiter. Das ist so eine Geschichte, die ich ganz spannend finde. Ihr findet an den niederländischen Universitäten im Grunde genommen das gesamte Studienprogramm. Also an der Uni Nijmegen sind es zum Beispiel 107 Studiengänge. Davon sind 40 Bachelor- und 67 Masterstudiengänge. Und natürlich Medizin, Psychologie, die sind alle dabei. Es gibt Zulassungsbeschränkungen in den Niederlanden, allerdings dann immer oftmals in der Weise,
Außer bei Medizin natürlich, da ist es fast unmöglich für Deutsche dort zu studieren, weil die Niederländer ein anderes Schulsystem haben und man dann ganz besonders viele Leistungskurse vorher braucht. Aber ansonsten zum Beispiel Psychologie ist frei, da kann man also anfangen. Und dann zum Teil wird bei bestimmten Studiengängen auch noch ein spezielles Auswahlverfahren gemacht, was aber nicht so sehr abhängt vom jeweiligen Schnitt, sondern es hängt davon ab, von ob man die besonderen Fähigkeiten für das Studium mitbringt, wenn man beispielsweise was im Bereich Informatik macht, dann ob man diese Kenntnisse in Mathematik hat oder sowas. Das ist aber selten. In der Regel gilt der Grundsatz, erstmal kann jeder anfangen und dann im ersten Jahr kann er sich beweisen. Das ist also dann nochmal eine neue Geschichte nach dem Ende dem Abitur. Ihr startet also bei Null bei den meisten Studiengängen und könnt auch dort dann im Studium anfangen. So, ich hoffe, dass ich so in der Kürze das einigermaßen klar gemacht habe, was zeichnet die Studienqualität in den Niederlanden aus. Ich will das nochmal sagen. Das eine ist das problemgesteuertes Lernen, was dort erfunden wurde und was einen ganz besonderen Ansatz gibt, was einem ermöglicht, selber die Sachen viel besser aufzunehmen. Damit verbunden ist ein viel besserer Personalschlüssel, der also doppelt so gut ist pro Student wie in Deutschland als Beispiel. So, und damit schafft man das im Grunde genommen, dass, wie zum Beispiel hier an der Radbo, 76% der Leute innerhalb von 4 Jahren ihren Bachelor haben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz hervorragender Wert. Und ich muss sagen, damit ist es so, dass die Qualität für sich spricht und es spricht sich halt immer mehr rum. Und das ist der Grund, warum viele Leute an den Universitäten in den Niederlanden studieren. So, das mal wieder ein Hintergrundbeitrag, Studienqualität in den Niederlanden. Warum studieren da so viel? Wo zeigt sich die Qualität? Und ich werde jetzt natürlich wieder anfangen, wo an sich die Bewerbungsphase abgeschlossen ist, wieder ein paar Hintergrundberichte zu machen. Das war's von Nicht Verzagen, Peter Frank.